Hallihallo, zeigt euch, befindet sich gerade in Südtirol. Wir machen mal Urlaub. Aber ich wollte euch das Ganze hier nicht vorenthalten. Und ich muss sagen, es ist wirklich schön. Ihr hört hier die Kühe im Hintergrund. Da sieht man das. Man hört sie auf jeden Fall. Und ich nehme euch auf jeden Fall jetzt mit. Ich habe gedacht, ich fange es jetzt nicht mal beim Anfang an einer Reise, sondern in der Mitte. Und wir sind jetzt schon mindestens beim 5. Tag. Ich habe ganz viel fotografiert und gefilmt, was ich euch jetzt gleich alles zeigen werde. Wie ihr seht, so kann es einmal in Tirol aussehen. Und? Kann ich das? Oder so. Guckt euch das an. Wir sind hier an einem Fischteich. Oh, jetzt wird's auch hell. Aber ich mache euch gleich nochmal eine bessere Aufnahme. Und hier gibt es einen großen Spielplatz für die Kinder, weil wir haben ja hier gerade in dem Urlaub 5 Kinder dabei. Die wollen alle bespielt und bespaßt werden. Und hier kann man super sitzen und es ist nicht ganz so heiß. Ihr seht heute meine coole Kopfbedeckung. Heute Marke Eigenbau, aber ich habe gestern einen Sonnenbrand gekriegt auf den Bergen. Also Südtirol ist einfach genial für viele. Also es ist super geeignet für Familien. Du kannst verschiedene Almen besuchen auf den Bergen, die gut zu erreichen sind, auch mit dem Kinderwagen. Zum Beispiel die Praderalm, da waren wir gestern, super nett. Und da konnten wir auch noch ein Stückchen weiterlaufen, weil die Praderalm ist jetzt wirklich eine Alm. Da kannst du auch die Schweine angucken, die machen Käse. Da laufen überall die Kühe mit großen Glocken rum und du kannst auch da den Käse kaufen, aber das ist jetzt keine Gastronomie. Aber wenn man noch ein Stückchen weiter läuft, ist da, glaube ich, die Stilfer Alm. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich schaue nochmal alle Titel nach, auf jeden Fall. Ich meine alle Namen nach und werde es euch nochmal unten in die Beschreibung geben. Auf jeden Fall super für Familien geeignet, mit kleinen Kindern auch. Dann kannst du super große, schöne Wanderungen machen in den Bergen. Hier nirgendwo gestört. Man kann super Wanderungen in den Bergen machen. Auf der anderen Seite, du kannst dich hier unten toll an den See oder an den Fluss setzen. Und im gleichen Zug, du hast so viele verschiedene Landschaften. Ich habe es ja euch schon gezeigt. Einmal die Berge. Dann sieht es hier aus leicht wie in Frankreich. Dann hast du wieder ein bisschen Italien mit drin. Ist ja auch Italien, ne? Aber es ist ja hier auch die Geschichte ist super interessant von Südtirol. Das ist ja Deutsch und Italienisch, also sie sprechen ja auch beides, also fließend meistens. Und es steht auch an allen Geschäften Deutsch und Italienisch. Also man hat es hier geteilt. Das ist entstanden durch den Ersten Weltkrieg. Da haben die Italiener quasi gesiegt und haben hier erstmal alles versucht zu italienisieren, aber haben es nicht geschafft. Die haben nicht mit der Sturheit der Tiroler gerechnet und jetzt mittlerweile ist es einfach beides. Sie wollen jetzt sogar zwei Pässe einführen, also den italienischen und den deutschen Pass, aber das ist jetzt noch in Planung, so wie ich gestern erfahren habe vom Skiliftbetreiber. Auf jeden Fall ein super Reiseziel, es gefällt mir mega gut und wir haben hier sehr viel Spaß. Also es ist viel verpackt in einem, also wir waren auch vorgestern in Meran. Meran, tolle Stadt, du kannst shoppen, du kannst dich auch einfach schön an den Fluss setzen. Da gibt es tolle Restaurants. Einfach viel durcheinander. Und das macht Südtirol so cool. Und es ist warm. Wir haben hier echt immer Wahnsinnswetter. Also bis zu 30, 32, 33 Grad. Heute ist auch wieder so warm. Und oben auf dem Berg, und das ist das Lustige, was ich halt echt... Du musst halt immer eingepackt sein. Also oben auf dem Berg brauchst du wieder Hose, T-Shirt, teilweise Pulli. Wir hatten auch schon bei der einen Bergbesteigung, sag ich mal, hatten wir auch Pullis an und richtig Jacke und dick. Und da war es dann auch nur 11 Grad. Und unten kommst du wieder runter, musst dich wieder entblättern und bist wieder bei 31 Grad. Das ist Südtirol. Man kann alles haben. Okay, also, dann gibt es noch ein paar Bilder, ein paar Eindrücke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart.